Über die bedingte Formatierung möchte ich eine Prozentanzeige erzeugen. Hier auf der linken Seite sieht man ein Beispiel. Vielen Dank an Bill jellen für die Idee. Ich werde das allerdings ein bisschen anders umsetzen. Und das Ganze kann man auch nochmal nachlesen im Theosblock.com vom 13. Mai 2013. So, hier sieht man schon die erweiterte Variante. Ich klicke mal hier auf Refresh. Man sieht, aha, 36% müsste ich haben, 33% habe ich. Hier sehe ich, wo ich aktuell im Ist bin. Das hätte ich noch machen sollen. Ja, ich klicke mir so ein bisschen auf Refresh und sehe hier so unterschiedliche Szenarien. 90% habe ich, 74 hätte ich haben müssen. Das ist ein Beispiel kommt im nächsten Video. Hier sehen wir erstmal die einfache Variante. Hier sehe ich die Zahl 8 abgetragen, 8% und sehe unten 8 kleine Kästchen. Hier die Hälfte 50%. Also je nachdem, was hier für ein Wert steht, werden mir entsprechend Kästchen angezeigt. So, das Ganze löse ich mal auf, zeige, wie ich das gerechnet habe und darauf aufbauend dann im nächsten Video hier die Möglichkeit, das noch bedingt zu formatieren, hier mit roten und grünen Kästchen. So, erstmal die äh, Menüzeile, das Menüband zurückgeholt, alles wieder anzeigen lassen und bei Ansicht hole ich mir die Bearbeitungsleiste, die Überschriften und ja, die Gitternetzlinien, falls ich die brauchen sollte. Gucken wir mal hier rein. Hier steht überall nichts. Alle Zellen sind frei. Wenn ich das mal hier markiere, diesen Bereich, unten die Statuszeile, habe ich sie, unten die Statuszeile zeigt nichts an. Hier unten sind Werte, hier unten sind Zahlenwerte zwei Stück und zwar hier ist die 21% eingetragen. Das mache ich jetzt mal hart. Die 21% steht hier drin und hier steht jetzt mal eine 10% drin oder eine 18%, das heißt, es wird geprüft, was hier unten in den Ecken steht, in dieser Zelle. Und das wird hier umgerechnet, das wird abgeprüft nach einem Muster. Ich sehe hier aber nichts. Ich habe eine bedingte Formatierung gesetzt und ich baue die jetzt einmal nach. Das ist hier die Zelle B2, in der alles startet. Ich baue das mal hier komplett nach, stelle mich in die Zelle B2. Und markiere ein Gitter von 10 Zeilen Höhe und hm, 10 Spalten Breite. Habe ich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Und hier habe ich also mein Grid. Ich formatiere das mal. Ich färbe das mal hier grau. Hellgrau. So. Und erstelle jetzt hier eine Formel, wo ich einfach sage, Nimm mal die Zeile, die aktuelle Zeile. Und ich bekomme hier einfach die Info, ich bin in Zeile 2, ich bin in Zeile 2. Und auch hier in den Nachbarzellen steht natürlich immer die aktuelle Zeile. Doch was, wenn sich die Formel ändert? Ich verändere die mal. Wenn ich rechne, gleich 11 minus Zeile gleich 11-Seile, minus Seile. ich drücke mal Steuerung Enter, dann wird das in alle eingetragen, dann sehe ich hier eine 9, hier eine 0, weil 11-11 minus 11 ist natürlich 0. Wenn ich dieses Ergebnis nun mit einer 10 multipliziere, dann bekomme ich da glatte Zehner, unten die 0 und dann bis 90 alles entsprechend hochgerechnet, ich drücke Steuerung Enter und sehe jetzt hier glatte Zehner. Jetzt gibt es die Funktion Spalte und wenn ich jetzt hier auf jeden Wert einfach den aktuellen Spaltenwert drauf rechne, dann habe ich immer da ein plus 2 stehen. Will ich aber nicht. Ja, ich rechne trotzdem mal. Das heißt, hier geht es mit 2 los, geht bis 11, dann geht es mit 12 los. Ich bin tendenziell immer ein zu hoch, also rechne ich unten einfach einen ab. Steuerung Enter. Und hier habe ich jetzt mein kleines Grid. Hier habe ich von 1 bis 100 die Werte mit einer einzigen Formel ermittelt. Und jetzt trage ich hier einfach mal einen Wert ein. 10%. 10%. Das steht ja in den anderen Blättern auch. Ich schreibe das mal ein höher, so wie ich das drüben auch gemacht habe. Und jetzt könnte ich natürlich in jeder dieser Formeln folgendes fragen. Ist das, was hier steht? Ist das, was hier steht? Ich mache mal eine Klammer drum. Wenn ich das durch 100 teile, wenn das geteilt durch 100 ist, ist das kleiner oder gleich diesem Wert hier unten. Da steht ja eine 0,1. Ich drücke mal hier f4, damit da Dollarzeichen stehen, und drücke Steuerung Enter. Und hier steht bei allen Zahlen, die vorher hier 1 bis 10, steht ja halt 0,1. 0,1 0,1 und wenn ich jetzt hier den Prozentwert ändere, 66 sehe ich entsprechend die Wahrwerte bis hier zum Beispiel dieser Zelle, ja das ist die 60 hier, 61, 62, 63, 64, 65, 66 und dann kommt falsch. Und wahr und falsch brauche ich für die bedingte Formatierung. Jetzt kann ich diese mal 100 hier auch hinten schreiben, also vorne nicht durch 100 teilen, sondern hier mal 100 rechnen und das habe ich gemacht in der bedingten Formatierung. Die Datei ist bei Theos Block zum Runterladen. Ich nehme das mal, drücke Steuerung C. So, verlasse hier die Formel, markiere alles, lösche alles und gehe in die bedingte Formatierung. Ich sage einfach, bedingte Formatierung, neue Regel. Eine Formel möchte ich nutzen. Welche Formel? Ja, genau diese Formel wo ich immer die aktuelle Zeile mal 10 nehme, ne, 11 minus Zeile mal 10 plus Spalte minus 1, ist das kleiner als der Wert, kleiner gleich der Wert. Und falls das so ist, formatieren, falls das so ist, füll die Zelle hier aus mit so einem, nehmen wir, mal, nehmen wir mal so einen Grünton hier, klicke auf OK. OK. Und ich sehe alle Werte hier, alle Felder, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Ich sehe alle Felder, wo das hier kleiner ist, grün, ändere ich das hier in eine 10, ist es nur die untere Reihe, Jetzt schreibe ich dann eine 100 rein, sind es alle Felder. Na, 90 wären alle außer der oberen. Und damit man das auch ein bisschen deutlicher erkennen kann, nehme ich hier noch einen grauen Rahmen, hier ein graues, einen grauen Rahmen drumherum, Linienfarbe. Ich nehme das gleiche Grau wie die Füllung, ist es glaube ich, gucke ich mal. So und setzt das hier alles, alle Rahmenlinien. Nein, es war ein anderes Grau. Na no, ist egal, ich färbe die Zellen einfach genauso Grau. Zup. Das heißt, hier se sehe ich die Linien gar nicht, die sehe ich nur hier. Und wenn ich jetzt auch noch bei Ansicht oben die Gitternetzlinien wegnehme, sehe ich nur das Gitternetz hier. Und ja, unten kann ich den Prozentwert ändern sehe das entsprechend hier eingefärbt. Jetzt mache ich einfach noch Folgendes. Ich stelle das hier mittig und zwar bitte nicht, bitte nicht mit verbinden und zentrieren. Das macht es hübsch, aber dann geht manchmal vieles nicht mehr. Ich nehme Ausrichtung, Ausrichtung und bei Horizontal wähle ich über Auswahl zentrieren. Das macht eigentlich genau das Gleiche optisch, aber das ist noch hier jeweils eine Einzelzelle. Ja. Macht das Ganze jetzt hier ein bisschen kleiner, dass das also wirklich quadratisch aussieht. Na, ein, bisschen, ein bisschen schmaler, so händisch. Ja, und jetzt habe ich hier eine dynamische Prozentanzeige. Ähm, kann das Ganze hier natürlich auch noch optisch ein bisschen hervorheben, mit einfügen, dass ich hier so einen Rahmen drumrum setze. Ein Rahmen. Mit gedrückter Alt-Taste fange ich hier oben an zu klicken, ziehe den Rahmen hier. So, und nehme die Füllung weg. Füllung weg. Hm, keine Füllung. Dann habe ich hier einen Rahmen drumrum den kann ich ein bisschen dicker machen, ein bisschen grauer und Formeffekte nutzen. Ja, das habe ich im Prinzip hier bei diesem Blatt auch gemacht. Also vielleicht optisch ein bisschen hervorgehoben, hier grau gefärbt, die Schrift ein bisschen größer, mittig gestellt, ja, fett gemacht. So, und da habe ich, na, das kann ich ja auch noch vergrößern, hier mit Alt ein tiefer ziehen, zapp. Ähm, also eine wunderbare Idee, ähm, hier für Projekte dynamische Prozentanzeigen zu fahren. Ja, hier ist genau das Gleiche passiert, halt nur mit anderen Farben. Und ja, wer das jetzt sich weiter spinnt, die Idee kann natürlich auch genau so was machen, dass hier Ist- und Sollwerte verglichen werden und geprüft wird, ob der, linke Wert größer ist als der rechte, dann wird hier was grün gemacht oder ob der rechte größer ist als der linke, dann wird die Differenz hier entsprechend rot gefärbt. So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Idee, ich freue mich auf Feedback, bis zum nächsten Video.